So. Da unten ist Lava. Ja. Musste ich gerade noch mal sicher gehen. So, und hier geht's halt so ein bisschen lang und tralala und nein, hier geht's auch nicht lang. Ja, man merkt, glaube ich, dass ich auch hier ein bisschen länger nicht war. Ich bin auch so ein bisschen unentschlossen, wo ich lang gehen soll. So, da lang. Gucken wir mal ein bisschen. Ah, genau. Wenn ich will, dann fahre ich hier immer mein Gravel. Gravel, der alte. Der alte, kalte. So, und da oben. Bei dem brennenden Baum. Netherrack. Ist ein, ja, Blazespawner. Und tot. Juhu, Level 1. Level up. Ja, und das war es eigentlich auch schon so, was ich so im Nether zeigen wollte. Und wir rennen jetzt mal gerade an den Schweinen vorbei. Ich war Schweinebacke. Ha, 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 ha. Also ich muss schon sagen, ich habe mich gerade ein bisschen erschreckt, wenn ich ehrlich bin. Egal, wenigstens zieht uns nicht so viel ab, ne? Immerhin. Wir gehen jetzt mal einen anderen Weg zurück, weil ich den Weg, den wir hingekommen sind, schon gar nicht mehr weiß. In Klammern leider. Das wäre nämlich sau praktisch jetzt. Ich hoffe, es kommen ja auch gar keine Guards, weil ich will ihnen so ein bisschen zeigen und tralala. Und ich will jetzt hier nicht im Nether sterben, weil dann müsste ich meine Sachen zurück beschaffen und dann, oh, das dauert dann so lange und dann kommt noch ein Guard und tötet uns nochmal. Und dann dauert es noch länger und ihr habt dann gar keine Lust mehr, weil das dann Scheibenkleistermäßig ist. Jetzt habt ihr alle gedacht, ich sag Scheiße, ne? So, auf und davon, nach unten, ab ins Nether-Portal. Nee, Nether-Portal. Nee, war ich schon Bescheid, Nether-Portal. Und wie gesagt, wir kommen hier raus. Und so. Ach stimmt, das habe ich ja auch noch hier. So, Ruinen im Wald. Habe ich mal angefangen hier so, wollte ich so 6 Säulen machen und dann irgendwie so... So ein Dach und dann füllt das runter in so Katakomben oder so. Bin ich bisher sehr weit, wie man sieht. Ne? Es ist der Wohl im Auf, Ost im Haus, guck mal hier. Genauso guck mal hier zu den Ruinen, die auch total fertig sind. So, die Ruinen sind so sehr wohl fertig. Schau mal hier. So, ich kann ja mal noch ein bisschen hier von innen zeigen, das zweite Haus. Voll reich und so, ne? Zweites Haus, scher, Junge. So, hier habe ich eben mal eine Kiste mit allem möglichen Stuff drin. Und ich kann mal hier tun, die Items gerade ausschalten. Und hier habe ich auch eine kleine Küche, sogar hier mit Kühlschrank, der sich öffnen lässt. Und komme hier so ein bisschen. Ah, ja, essen, essen. Ja. Boah, ist das laut. Und hier ist noch so ein kleiner Ofen, den ich aber irgendwie nicht benutze. Und hier ist, wie gesagt, auch diese kleine Absperrung hier. Hier ist jemand mein Schlafplatz mit einer schönen Notblock und ein paar Büchern zum Lesen, fürs nächtliche Lesen oder da können natürlich auch Pornobücher drin sein oder so, aber davon gehen wir mal nicht aus. Oh mein Gott, da ist ja der Porno, den ich schon immer gesucht habe. Granny's Ü80. Cool. So, hier oben kann man auch rauf, keine Ahnung wieso. Ist ein bisschen steiler schon, ne? Also das ist dann die neueste Frisur, das ist der neueste Style. Natürlich. So. Gehen wir mal hier raus. Die Welt sieht ja voll scheiße aus. Du bist auch voll scheiße. Und allgemein scheiße. Natürliche Triebe. Soll einer sie kennen? Oder verstehen? Ja, was gibt's denn jetzt hier noch großartig zu zeigen? Hier zum Beispiel mein Vorgarten, der so ein bisschen eingerahmt ist mit Büschen. Le Busche. Wir kommen aus dem Busch. Aus dem amerikanischen Busch. Dem afrikanischen Busch. George Busch. So, hier jemand noch ein paar Blumen und Pilze und Bäume und Haar und wie. Und soll schön aussehen, sieht aber scheiße aus. Ich kann mal gerade hier demonstrieren, wie das funktioniert. Ich will die Redstone Lamp haben. Ach so. Können wir das mal kurz demonstrieren? Hoppa. Wop, 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 wop. Die ich einfach mal hier hinsetze und dann. Wop. Hat vielleicht sogar dieses. Gehört. So,
So, und jetzt kann ich mir gerade die ganzen Melonen sammeln. Jetzt muss ich die ganzen Melonen nicht extra abbauen. Übrigens, Melonen lassen sich schneller mit dem Schwert abbauen. Habe ich selbst ausprobiert. So, hier oben in der Kiste habe ich, glaube ich, auch noch ein paar Sachen drin. So ein paar Stacks noch. Oh, was ist das denn? Bone Meal. So much Bone Meal. Hier jemand noch Raw Chicken und Federn und hier ganz, ganz viele Kürbisse und Pumpkin Seeds. Hier Fleisch und Leder und Lederrüstung und ach, was gibt's denn noch alles? Bambus und Melonsamen. Und in der Monsterfalle sterben schon die Spinnen. Hier sieht man auch so ein kleines Feld mit den Kürbissen und Melonen. Das benutze ich aber eigentlich nicht. Das letzte Mal, als ich da wirklich was weggemacht habe, war vor, ja, Millionen Jahren. Eine Million Jahren. Ja, ich kletter hier hoch. Hören, 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 hören. Alter, das ist aber wirklich schon laut, diese ganzen. Okay. Machen denn Spinne. Und ja, und so weiter. So, hier war ich gerade bauen. Am Bauen bei der Etage. Und da geht's ganz, ganz tief runter und Monster angespült hier so. Na, also die spawnen hier eben halt so, stellen wir uns vor, die spawnen hier. Dann rennen hier so ein bisschen wild umher. Und dann fällt mal einer hier rein und dann können. Spülen sie alle in die Mitte und dann fallen sie alle runter. Ich habe noch gerade eine Spinne gesehen, die da runtergefallen ist. Ach, geht's auch. Nein, 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 nein. Mami? Mami. Lass mich. So. Okay, wie komme ich jetzt hier raus? Ja, supi. Ich glaube mich einfach mal außen lang. Das schadet ja keinem. Ich glaube, der eine Kabel ist runtergefallen, oder? Dann muss ich den extra nochmal hochtragen, oder? Mann! Okay, dann. Riskante Aktion! Riskante Aktion! So, nur für diesen scheiß Kabelstone hier. Scheiße, müssen wir den extra oben nochmal einsetzen. Oh. Das ist wie ein schlechtes Puzzle. So, wir können auch gleich nochmal unten bei der Monsterfarm vorbeischauen. Und so ein bisschen uns Sachen abholen. So ein paar Gunpowder und so. Und dann craften uns auch ein bisschen TNT. Und dann, ja, was ich dann auch noch gerade machen kann, ist eben halt hier so. Wow! Oh, leggedy leg leg. Au. Also noch zwei Leben. Das ist ein bisschen knapp schiers. Muss ich aufpassen. Und ja, erstmal gehe ich jetzt runter in die Monsterfalle, wo die ganzen Monster eigentlich wild herumlaufen müssten, weil ich das Ding nicht zugemacht habe. Weil ich da gestorben bin. Scheiße. Auf in den Kampf, auf in den Kampf. Und mein Schwert ist auch schon fast kaputt. Scheiße. Auf in den Kampf, auf in den Kampf. Oh, hab ich doch zugemacht. Mehr oder weniger. So, bitte sterben. Da ist auch nichts. Okay. Und dann kann man sich hier eben halt. Fuck, ich hasse es, wenn da ein Creeper explodiert, weil dann diese ganzen Drops. Oh. Das ist immer voll lustig, wenn du stirbst. Doof. Na gut, aber es gibt ja auch nicht so großartig jetzt noch was, was ich zeigen will. Ich hab da keine Ahnung. Ich hab sowieso von nichts Ahnung. Kennt mich doch. Ja, das war es eigentlich auch schon so im Groben. Ich könnte noch ein paar Details machen, aber nee. Das nächste Let's Show, meine ich, wird wahrscheinlich um irgendeine andere Map von mir handeln. Also ich hätte noch ein paar im Petto. Oder ihr könnt mir auch eure Welt schicken vielleicht. Und da kann ich dann mal so welche Let's Showen. Das wäre vielleicht auch eine ganz gute Idee, ne? So. Jetzt nochmal gerade meine Sachen zurückbekommen. Oder sollen wir gerade noch was hochjagen? Kann man eigentlich auch gerade noch machen. Ja, das machen wir noch. Wir gehen jetzt in die Wüste und dann jagen wir ein bisschen was hoch. Und dann sind wir alle ganz glücklich. Moment, das Minecraft drücken wir auch gerade schon ins Inventar. Leggedy leg leg, leggedy leg leg. Da leckt es immer, wenn ich da hochkomme. Keine Ahnung, wieso. Das ist wahrscheinlich der Lag-Hack.
Objekte wechseln ganz schnell. Und Jump! Okay, das war jetzt Meistersprung. So. Und natürlich, wo könnte man anders sprengen als in der Wüste? Die ist so schön prädestiniert dafür. Sollen wir ein altes Loch weitermachen oder ein neues Loch bohren? Ähnlich wie die ganzen Bakterien im Mund machen wir jetzt hier auch ein Loch rein. Also dürft ihr euch vorstellen, das hier ist ein Zahn, die Wüste, und wir machen in den Zahn jetzt einfach mal ein paar Löcher rein. Just for the lulz. Ich könnte die Insel nehmen. Ah, das ist aber scheiße mit dem Wasser, wenn das Wasser da so ins Sprengloch reinfließt. Weil dann, ne, das wissen wir alle, dann ist TNT aus. Ne, 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 ne. Muss ein bisschen was essen. So, nom nom nom, nom nom nom. Alter, ist das viel Sand. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt wirklich hier machen soll, ob das, also eigentlich passt es ja nicht wirklich in den Let's Show hinein. Na, erstmal kratzen gerade. Aber was ich mal machen könnte, ich mache einfach jetzt eine riesige Explosion. Ich weiß, es ist riskant, sich einfach gerade runter zu graben, aber ich mache das jetzt einfach mal. Das wird schon funktionieren. Wenn nicht, sind unsere ganzen Diamantwerkzeuge weg. Was doof ist, weil ich relativ viel habe. Hier, da, 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 und ich will die nicht unbedingt verlieren. So, runter, buddeln, buddeln, buddeln. Buddeln, buddeln, dicky, dicky hole, digging a hole. Na, ja, das machen wir jetzt mal hiermit. Mit der Schaufel. So. Ja, ich glaube, hier müsste langsam reichen. Oder noch ein bisschen. Ja, ein Feld ist noch ein bisschen. Also ein Block. Jetzt bauen wir zwar hoch. Den höchsten zünden wir da mal an und dann gucken wir mal, was passiert. Wahrscheinlich Minecraft has run out of memory. Sowas kann ich mir gut vorstellen. Was sind wir? Oh ja, das ist, glaube ich, ein bisschen nicht tief genug. Aber egal. So. Höher und höher und höher. Ach, ist doch eigentlich ganz gut geschätzt. 5 Stück bleiben noch übrig. Dann machen wir einmal kurz so, dass dann auch noch schön aussieht. Jetzt sind wir in Redstone Lamp. Da und da und dann wegrennen und dann. Wir gucken, wie das aussieht. Springt immer noch, ey. Oh. Das war gerade knapp. Ich dachte erst, ich sterbe nochmal. Ein drittes Mal. Oft sind wir gestorben in dieser Map. Oft habt ihr es gar nicht gesehen. Ich spiele hier immer offscreen. Und wieso spreche ich überhaupt so? Hat das einen tieferen Sinn? Und wenn ja, welchen? Naja, ich hoffe, man sieht sich auch beim nächsten Mal, nächsten Donnerstag, nächsten oder nächstes Video. Also, haut rein!